Alle Spiele der Regionalliga West. Live und on demand auf Sport Total. So, jetzt warten wir darauf, dass das Spiel freigegeben wird. Und jetzt pfeift der Schiedsrichter Selim Erk die Partie an. Lippstadt in der ersten Hälfte ganz in weiß von links nach rechts. Wiedenbrück in dunkelblau von rechts nach links. Zu Bocholt sind es zwei. Aber jetzt gucken wir erstmal auf Fehler. Fehler, was macht Fehler? Balkenhoff ist aus dem Tor. Er hat die Übersicht und ans Außennetz. Meine Güte. Die Abwehrkette wurde da komplett überspielt vom SV Lippstadt. Und Fehler kann diese Situation nicht nutzen. Geht dann Balkenhoff vorbei. Abouache war noch in der Mitte. Hätte den Ball sofort spielen müssen, aber lag auch ein bisschen zu weit vorne. Glück für die Gäste. Erster Schockmoment nach 10 Spielminuten. Altun verliert den Ball. Gab dann auch Fehler. Wieder ein langer Ball. Also solange das Stellungsspiel von Lippstadt hinten diszipliniert ist, werden die damit ja weniger Erfolg haben. Jetzt vielleicht der zweite Ball von Rutzkes auf Kaptan, der auf Geller und er probiert es. Ja, zumindest probiert er es einfach mal mit dem Schuss, auch wenn er es deutlich am Tor vorbeigeht. Lippstadt sofort mit zwei Spielern da. Hat aber bereits seit dem 5.11. gegen Kahn Marienbau nicht mehr getroffen. Auch wenn er schon 6 Tore erzielt hat. So, Rutzkes bekommt den Ball im Strafraum. Fahrlässig von Spreckemeier. Tia. Tia probiert es. Aluminium. Überraschungsmoment für Keeper Balkenhoff. Und da sah es gar nicht so gefährlich aus. Und hier kommt er aus dem Rückraum und zieht sofort ab. Und er hat einen fulminanten Schuss direkt an die Latte. Wiedenbrück setzt da stark nach. Und der Ball ist noch im Spiel. Und der Ball ist jetzt im Tor. 1:0 für den SC Wiedenbrück. Durch wen? Na klar, durch Fehler. Die Spieler vom SV Lippstadt gucken hier noch ein bisschen verunsichert. Denn die dachten, dass der Ball aus war. Aber der war noch im Spiel. Und jetzt die Führung für den SC Wiedenbrück. Garan rettet den Ball vor dem Aus, spielt ihn in den Strafraum. Und dann ist es natürlich Stanislav Fehler. Altun. Albrook kommt mit. Jetzt auf Halbauer auf der linken Seite gegen Tia. Halbauer, Karan kommt mit. Matta bekommt irgendwie den Ball. Matta und die Parade von Keeper Marcel Hölscher. Gute Reaktion, wichtige Reaktion. Und er hält die Null nach 57 Spielminuten. Ein bisschen Glück kommt der Ball zu Matta. Und er hebt den Kopf nicht nochmal hoch. Mika war im Zentrum relativ frei. Kaptan setzt sich da durch. Mit Übersicht auf Rutzkes. Der bekommt den Ball. Rutzkes, was macht er? Rutzkes mit einer guten Idee. Rutzkes mit dem Abschluss. Christopher Balkenhoff. Situation ist noch nicht entschärft. Karahan und jetzt Matta. Kann vielleicht einen Konter einleiten. Und jetzt hat Balkenhoff den Ball. Aber was eine wichtige Parade und was für ein Geniestreich von Rutzkes. Der sich mit dem Ball dreht, einmal lupft und sich den Ball quasi selbst vorlegt. Dann aber nicht platziert genug den Ball aufs Tor bekommt. Nächster Wechsel. Jetzt kommt Traoré rein. Der hat es vorhin angesprochen. Halbbau bekommt die gelbe Karte, wahrscheinlich weil er gemeckert hat. Und er applaudiert und bekommt dann die gelb-rote Karte. Das ist unfassbar clever von ihm.
Er sieht es absolut nicht ein, aber diese provokante Art, die hat er auf dem Platz nicht zu suchen. Dementsprechend ist die gelb-rote Karte die logische Konsequenz. Hier sehen wir es auch mal schön, wie er da klatscht und dann kommt Zinomerk, der das gesehen hat und ihm da ganz klar die Grenze aufgezeigt hat. Und jetzt die Möglichkeit für Zahn, für den eingewechselten Zahn. Er schaut, er guckt und schießt und trifft. Tor 2:0 für den SC Wiedenbrück. Die Entscheidung, das Spiel ist durch. Gerade eingewechselt und jetzt trifft der 27-Jährige zum dritten Mal in dieser Saison. Lippstadt hinten komplett offen. Und Wiedenbrück macht hier nach 92 Spielminuten alles klar. Hier Benedikt Zahn hat viel Zeit, hat drei Optionen. Er wählt Option Nummer 1 und probiert es direkt selbst. Und das mit Erfolg. Schöne Geschichte für die Mannschaft, für ihn persönlich, aber auch für den Trainer, dass er da bestätigt wird mit seiner Entscheidung. Und man hofft auf so welche Bälle wie jetzt. Oliver Zech, was macht er? Er nimmt Rutzkes mit. Rutzkes im 1 gegen 1 gegen Almeroth, geht er an ihm vorbei. Rutzkes, Tor! Das 3:0 für den SC Wiedenbrück. Starke Einzelaktion von Rutzkes. Nachdem er von dem eingewechselten Zech in Szene gesetzt wurde, geht er an Almeroth vorbei und belohnt sich auch für eine gute Partie. Ich hatte ihn vorhin noch gelobt. Und jetzt quasi mit dem Schlusspfiff erzielt er hier das 3:0 und sein 8. Tor. Letztlich wurde es doch noch sehr deutlich. Wiedenbrück am Ende mit dem deutlichen 3:0 gegen den SV Lippstadt bei diesem Samstagnachmittag, bei diesem Derby an dem 29. Spieltag holt Wiedenbrück Big Points im Abstiegskampf und beschenkt sich hier an Ostern mit drei dicken Eiern. Wie funktioniert denn das Ganze hier nochmal? Ach, meine Güte. Also, hier hast du eine Playlist. Da unten gibt es ein ganz tolles neues Video von uns und da können uns die Leute abonnieren. Ah, danke, Lennart. War ja gar nicht so schwer. Ja,